Ich habe eine neue Minecraft-Hardcore-Welt gestartet. Und zwar in einer 11 Jahre alten Minecraft-Version. Und in dieser Welt möchte ich mir noch super besondere Sachen angucken. Wie zum Beispiel die allererste Version eines Withers, den uralten Enderdrachenkampf. Und wir werden in diesem heutigen Video die mysteriösen Minecraft-Farlands angucken. Sollte euch das Ganze aber gefallen, lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr von solchen alten Minecraft-Versionen sehen wollt. Viel Spaß mit diesem Video. Damit willkommen zurück zur Episode Nummer 2 unserer Zeitreise. Diese Minecraft-Version kennen sehr wenige von euch. Deswegen möchte ich sie unbedingt euch zeigen, denn es sind viele sehr besondere Sachen damals hier passiert. Unter anderem ist in dieser Version der Wither eingeführt worden. Es gab noch kein Quarz, falls euch das hier gerade auffällt. Es ist alles voll, nur mit Netherrack. Nun ja, es war noch eine ganz andere Welt. Ich habe mir trotzdem vorgenommen, eine Menge Sachen in dieser Welt zu schaffen. Und das Ganze eben auch in dem Hardcore-Modus. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt einen Like da. Abonniert diesen Kanal, falls ihr noch vielleicht also das noch nicht getan haben solltet. Ja, also der Plan ist für heute, ehrlich gesagt, ich möchte mich darum kümmern, den angesprochenen Wither, der eben neu in das Spiel hier damals reingekommen ist, ich will den halt auch wirklich eliminieren. Gilt auch für den Enderdrachen. Und für diesen Enderdrachen brauchen wir dringend Blaze Rods. Das ganz große Problem ist, der Nether sieht so unglaublich hässlich aus. Ihr müsst euch vorstellen, es gab hier damals nur ein einziges Biom. In der 1.16 haben wir erst die Aufteilung in 5 verschiedene Biome bekommen. Hier haben wir halt wirklich nur Netherrack. Ab und zu ein bisschen Soul Sand. Nicht so schöne Lava. Die sieht aber sehr, sehr oldschool aus. Ja, und ab und zu haben wir auch noch eine Festung. Und so eine angesprochene Festung brauchen wir. Ich habe in der letzten Folge noch darüber geredet, ja, wir könnten ja vielleicht nochmal, damit wir ein paar mehr Level bekommen, vielleicht auch mal Quarz farmen. Ja, das Problem an der Sache ist, ich habe es vorhin schon angesprochen, es gibt kein Quarz in dieser Minecraft-Version. Und damit haben wir halt ein großes Problem, wenn wir Full Enchanten wollen. Also es tut mir halt wirklich absolut auch leid, falls das gerade unglaublich hässlich für euch aussieht, weil die Bitrate, die muss bei diesem Nether sehr wahrscheinlich gerade sehr, sehr krass leiden. Aber ich sage euch so viel, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass sie die Textur von Netherrack geupdatet haben. Hört mal auch ganz kurz den Abbau-Sound an. Das ist halt einfach noch normaler Stein. Das Gute ist, wir haben auf jeden Fall in der letzten Folge uns schon ordentlichen Stuff rangeholt. Wir haben nur einen Pilgoldapfel, den wir uns unter anderem craften können. Wir haben genug Essen, wir haben Dia-Stuff. Sieht soweit ganz gut aus und wir haben vor allem auch Obsidian, um mit einem Portal ohne Probleme wieder zurück in die Overworld zu traveln. Aber um euch manchmal nur mal die Schwierigkeit dieser gesamten Geschichte nochmal zu verdeutlichen, die Mausbeschleunigung in diesem Spiel ist so unfassbar unangenehm. Ich habe keinen Sprint-Button, ich muss mit Doppel-W sprinten und es fühlt sich alles sehr, sehr merkwürdig an. Ob ich mich daran gewöhnen kann, weiß ich noch nicht. Wir gucken auf jeden Fall mal. Ich halte euch auf dem Laufenden, sollten wir hier mal langsam etwas finden. Yep, und die Sounds, die gibt es auch. Die waren hier damals noch ein bisschen anders. Und ich sag euch ehrlich, die geben einem noch ein bisschen einen anderen Vibe, wenn die halt ab und zu mal so kommen, ne? Man kann aber auch ehrlich gesagt sagen, der Nether, er sieht unfassbar eintönig aus. Also die Gefahr war wirklich ja hauptsächlich einfach nur in Lava fallen. Hier gibt es halt noch keine Möglichkeit, Boot-MLG, den-MLG irgendwie nochmal Fallschein reduzieren. Also hier war alles mehr oder weniger der gute alte 49er. Ja, du hast halt große Probleme, wenn du stürzt. Und dementsprechend verständlich, dass der ein oder andere... Oh, der hat aber geknurrt. Deswegen verständlich, dass der ein oder andere Spieler halt hier im Nether schon mal einen Fallschirm gestorben ist. Aber ja, während man hier so langläuft, es kommt einem so vor, als ob das Spiel einfach leer ist. Es ist so ein bisschen, ja, ein bisschen traurig, ein bisschen sad. Das ganze Leben in dieser Minecraft-Welt fehlt. Also ja, klar, wir sind jetzt in der Hölle gerade und die ist jetzt halt auch in den neueren Versionen nicht unfassbar belebt. Aber ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Oh, guckt mal, das hat sich bis heute nicht verändert. Und ich glaube, da werden sich einige Leute und auch ich, sage ehrlich, Nether-Festungen müssten eigentlich schon mal überarbeitet werden. Bis heute haben wir super klassisch Nether-Bricks mit Nether-Brick-Zäunen. Ja. Und halt eben immer noch denselben Aufbau. Wir haben hier halt das Brückenabteil und dann switcht das auch nochmal rüber zum Kistenabteil. Und da drüben haben wir eine Blaze. Die Textur der Blaze hat sich auch ein bisschen verändert. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte sie einen Bart. Und ist auch ein ganz merkwürdiger Kampf. Wir können ja mal ganz kurz hier in den ins Kistenabteil gehen. Dann kann ich euch auch zeigen, dass es eben ganz normal Kisten gab. Genau hier. Bis heute gibt es hier diesen Raum als Übergangszeichen vom Brückenabteil in den Lootraum, der dann hier meistens so nach unten führt. Und dann hast du ab hier eben auch Kisten und keine Spawner mehr. So, wir haben hier Netherwarzen.
auch ganz anderer Abbausound. Tränke brauen konnte man natürlich da schon. Warte mal, es gibt noch keine Kisten, oder? Das war ein Quatschcall von Basti. Es gibt noch keine Kisten. Ja, also basically Netherwarzen und Blazes waren so das Ding. Ja, und momentan sieht es noch sehr, sehr leer aus, wenn wir über Wither-Skelette reden. Ich habe noch kein einziges Wither-Skelett gesehen. Aber wie gesagt, in dieser Version kamen Wither-Skelette dazu. Und da ist der Kollege. Numero 1. Oh Gott. Und das hier ist mehr oder weniger der schlimmste Spawner, den ich mir vorstellen kann. Okay, der Spawner hier sieht deutlich besser aus. Und wir sind auf Level 30. Es ist halt so hardcore merkwürdiges Gameplay. Du crittest auf diese Teile einfach sinnlos ein. Heutzutage ist es halt viel mehr Schild, Blocken, Abwarten. Aber Blaze Rod Nummer 1. Blaze Rod Nummer 2. Nummer 3. Alter, es ist so merkwürdig. Aber du kannst sie halt, wie ihr sehen könnt, auch so viel schneller töten. Der Damage ist schon ordentlich. Wie langsam sind die Wither-Skelette? Da sieht man halt, dass es halt die allererste Version von Wither-Skeletten ist, die es im Spiel gab. Und man sieht auch auf jeden Fall, dass Ghasts bis heute unfassbar nervig sind. Aber an sich auch gar keine Gefahr, weil, guck mal, die laufen frontal auf dich zu. Du spamst und du kriegst ja keinen Hit ab. Wenn man das heutzutage vergleicht in der Hardcore-Welt, was teilweise Wither-Skelette mit dir machen. Worum wir uns aber jetzt mal kümmern, ist eine ganz andere Sache, weil Expedition Nether wird ja erstmal noch eine Weile gehen. Wir stellen uns jetzt erstmal hier nochmal ein paar Öfen auf, smelten nochmal ganz kurz unsere Erze und wir kommen zu einer weiteren sehr, sehr, sehr krassen oder interessanten Veränderung. Das wird jetzt halt auch sehr, sehr tough, das einmal zu sehen. Wir werden uns den guten alten Full Enchanter machen. Dafür hast du früher noch ein Achievement bekommen, das es mittlerweile auch eben nicht mehr gibt. Wir kümmern uns darum, einmal unsere Sachen noch ein bisschen zu upgraden. Das, was manche jetzt eben nicht wissen, und das wird jetzt auch erstmal nochmal krass, Leute, man braucht kein Lapis. Man braucht kein Lapis Lazuli zum Enchanten von Sachen. Und man würde jetzt halt denken, ja, okay, dann ist es halt so, verzauber doch jetzt mal den Stuff. Wenn ich das jetzt gleich mache, wird euch eine Sache auffallen. Achtet auf meine Level. Ich habe 32, ich drücke auf die 30. Bro, das ist so krass. Es sind 30 Level weg. Das ist nämlich auch erst mit dem großen Enchanting-Update geändert worden. Also bis zur 1.8 hat man immer noch so enchanted. Das ist das ist nicht lustig. Das ist ja eine Vollkatastrophe. Ja gut, dann packen wir den Kollegen jetzt auch erstmal wieder ein. Wir nehmen uns nochmal ganz kurz ein paar weitere Blaze Rods mit, damit wir erstmal für Expedition End soweit aber gewappnet sind. Und das Knockback war so oder so schon krass. Ich will gar nicht wissen, wie weit die jetzt fliegen. Bro. Wohin mit denen? Ja, jetzt ist halt die Frage, wir haben halt keinen Quarz. Wir haben an sich gar keine gute Möglichkeit, um halt viele Level zu farmen. Was ist die beste Option, sich Level ranzuholen? Ich glaube, eigentlich eine Farm zu bauen. So, wir holen uns mal die letzten Blazes ran. Entspanntes Spawning. Acht. Enderperlen haben wir noch nicht. Und Enderperlen wird, by the way, nochmal sehr, sehr krampfig. Und ich sage euch so viel. Mit 9 Blaze Rods bin ich auch erstmal hier fertig. Und wir werden den ganzen Nether erstmal verlassen. Traveln aber jetzt in Richtung 00. Oh, das ist ein Traum. Wir haben eine Festung. Ich bin jetzt über 2000 Blöcke hier gelaufen. Wir sind genau bei 00. Und wir haben dort drüben eine Festung. Das ist perfekt. Das heißt, wir stellen unser Portal dort auf, haben rein theoretisch eine Möglichkeit, an dieser Festung einige Sachen zu machen, also Wither-Skelette noch zu farmen. Und ich sage euch ehrlich, yep, wir werden jetzt endlich den Nether verlassen und werden uns um die nächsten Sachen kümmern, denn wir wollen unbedingt auch noch Minecraft durchspielen, beziehungsweise wollen wir ein bisschen besseren Stuff langsam haben, weil, Bro, ich will auch ein paar Level und besseren Stuff werden wir mit einer ganz, ganz krassen Methode noch holen. Wir sind draußen. Wir müssen jetzt hier am besten einmal ein Dorf finden. Ich würde sehr, sehr gerne jetzt hier ein Dorf haben. Oder auch Enderman. Geil. Aber er gibt mir auch so mal eine Enderperle. Vamos. Enderperle Nummer 2. Let's go. Oh, Helm kaputt. Egal. Sieht eh stylisch aus.
Was tust du hier? Was machst du denn hier mitten in einem normalen Extreme Hills Biom vor einem Dschungel? Also die Weltengenerierung war damals auch schon noch ein bisschen anders. Also per Definition ist das hier ein Dschungel. Soll mich nicht stören. Wir haben einfach eine Pyramide in einem Dschungel. Ich bin verwirrt. Oh mein Gott. Good old days. Als man Spawner in Wüsten super easy so finden konnte. Wisst ihr warum? Weil das sieht irgendwie merkwürdig aus von der Form. Was könnte hier in der Mitte wohl sein? Was? Wer hätte das denn gedacht? Boah, das ist ultra cool. Und die Kisten werden zufälligerweise auch direkt hier sein. Dort, wo eben auch ein Block höher das Ganze steht. Und das war früher immer so. Das hat man früher auch in HG oder so, hat man das immer wieder dafür genutzt, um sich zum Beispiel ein Eisenschwert oder so zu machen. Sattel, ehrlich gesagt, jetzt auch echt gut. Okay, perfekt. Da haben wir ein Dorf. Und wenn wir in diesem Dorf ein bisschen Glück haben, sind da ein paar Villager. Leider gar nicht. Frischer Helm, sehr gut. Aktueller Stand der Dinge. Was habe ich vor? Ich möchte mit diesen Villagern hier traden. Nicht explizit mit allen von diesen, weil es sind hier nicht unbedingt alle für mich interessant. Interessant für mich sind Farmer, denn ich möchte sehr viele Karotten, Kartoffeln und auch Weizen anbauen. Da werden wir eine große, große Plantage machen. Damit wir aber noch mehr Villager haben, mit denen wir halt wirklich traden können, werden wir eine kleine Farm bauen. Und zwar eine Villager-Farm. Ihr kennt mein Legendary Hotel. Früher hat man das noch ganz anders gemacht. Das bedeutet, wir werden uns jetzt erstmal eine kleine Basis hier schaffen. Das bedeutet, wir werden uns endlich auch mal Kisten machen und erstmal stationär hier ein bisschen bleiben. Was brauchen wir für unsere Farm? Als allererstes brauchen wir ein bisschen mehr Holz. Und deswegen farmen wir jetzt erstmal Holz. Okay, sehr, sehr gut. Was wir jetzt bauen werden, ist mehr oder weniger ein simuliertes Dorf. Jetzt ist nur die Frage, wo bauen wir das am besten hin? Ich glaube hier. Dafür fahren wir mal ganz kurz ein bisschen Erde. So, dann werden wir mal ein bisschen hier diese Fläche auffüllen. Das hier ist unsere traumhafte Fläche, auf der eine Menge passieren wird. Was der nächste Schritt jetzt erstmal ist, der sehr wichtig ist, alle Türen werden in diesem Dorf abgebaut. Hat den ganz simplen Grund. Dadurch erkennen nämlich die Villager, ob sie sich in einem Dorf befinden oder besser gesagt in einem Haus. Sie sollen nicht denken, dass sie sich in einem Haus befinden, denn wir werden ihnen sozusagen ein künstliches Haus jetzt aufbauen. Man kann Türen nicht stacken. Jetzt kracht's gewaltig. Der Trick an der Sache ist, wir simulieren jetzt mit ganz vielen Türen, dass sich hier sozusagen ganz viele Häuser befinden. Sodass die Villager denken, ach, lass uns mal fortpflanzen. Damals ging es nämlich eben so. Heutzutage ist es natürlich auch noch ähnlich die Mechanik, dass du einfach, naja, Betten hast und viel Essen. Hier ist es sogar noch in der Version, du musst dir nämlich gar nichts zu essen geben. Für die ist es einfach nur entscheidend, haben wir halt einfach genügend Platz. Und guck mal, ihr seht auch schon die Herzen. Es scheint zu funktionieren. Die Villager sagen sich, hey, was ist denn das hier für ein cooles Dorf? So viele coole Türen. Und sie scheinen schon Liebe zu machen. Wir haben unseren Villager-Breeder in der 1.4.2 in einer 11 Jahre alten Version damit jetzt auch abgeschlossen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wenn sie einmal alle reingehen, dass wir dann nochmal die Tür abbauen, dass sie nicht mehr rauskommen. Wir leuchten das Ganze auch nochmal aus. So breedet man in einer uralten Version. Ich sage euch aber auch ehrlich, ich hoffe, dass das, was wir aktuell machen, dass sich das am Ende rentiert, ne? Und was ich jetzt mache, während unsere Villager oder alles weitere wächst, ich sag euch ehrlich, ihr werdet lachen, aber das war früher die OP-Taktik. Also um Fishing auch nochmal abzuhaken, man kann halt wirklich anscheinend nur Raw Fish angeln. Alles klar, ja, dann hat sich das soweit erledigt. Okay, die Villager-Produktion läuft aktuell gut weiter. Wir haben den nächsten Librarian, der möchte Papier für Emeralds. Ich sage halt mal so, lässt sich an sich ja auch einrichten. Und guckt mal hier, diese Struktur wurde mit dem Update auch in das Spiel eingefügt. Die gute alte Hexenhütte. Sieht bis heute 1:1 so aus, aber das ist ein interessanter Stamm. Man kann wirklich Gaps mit Goldnuggets noch craften? Das ist halt, das müsst ihr euch überlegen, wie overpowered das ist. Also für den Fall der Fälle haben wir auf jeden Fall ein paar Goldäpfel ready. Wir müssen hoffen, dass einer von denen auf jeden Fall mal ein Farmer wird, das wäre sehr wichtig. Und wir können mal Zuckerrohr anbauen. Ach, wir haben zweimal einen Dia-Chestplate-Trade. Wow. Oh, wir haben einen Cleric. Es geht also doch. Wie gut. Wir haben einen Cleric. Wir haben einen Cleric. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Der könnte einen Enderaugen-Trade haben. Und dann haben wir einen Big Jackpot. So, jetzt können wir aber nochmal mit dem Kollegen hier traden. Und ihr seht ganz genau, weswegen wir das jetzt hier machen. Mal easy 5 weitere Emeralds. Was hat denn der für eine dicke Blume? Oh mein Gott, ist das süß.
Und der Clerics erwachsen. Bitte hast du Enderaugen. Ich glaube, die könnten noch kommen. Ist okay. Es ist nicht super günstig, aber kann man machen. So kommen wir an Enderaugen. Zweiter Cleric. Sehr, sehr gut. Wir haben einen zweiten. Du bekommst jetzt erstmal, es sind sogar 15 Chicken. Du bekommst jetzt dein Chicken. Jetzt wieder Cooked Fish. Alles ist das krass. So, ein Written Book. Das haben die bis heute gleich gelassen. Es ist so ein anstrengender Weg, Leute. Also wirklich diesen Stuff jetzt zu haben. Aber wir kommen langsam an all unsere Enderperlen, Enderaugen. Aber halbe Farm. Ich muss hier so eine Konstruktion hauen. Und ich sage euch eine Sache. Ich weiß ja noch, wie schwierig das damals war, in der 1.8 den Wither in Hard zu bezwingen. Mit full equipter Rüstung. Full Prot 4 und so. Hier für 4 Full Enchantments meiner Rüstung brauche ich 120 Level. 8 Enderaugen, mehr oder weniger. Ich würde mal Real Talk interessieren, was würdest du haben wollen, wenn du jetzt Enderaugen gibst? Was möchtest du haben? Boah! Also gut, dann konnten die schon auch Verzauberungen geben und so. Ich glaube, mit 11 Enderaugen riskiere ich. Mit 11 Enderaugen gehe ich mal los. Hände hoch, wenn ihr Basti GG abonniert habt. Habt ihr ein Like da gelassen? Habt ihr kommentiert? Sehr gut. Erstmal, nächstes Enderauge. Wir sind bei 4 insgesamt. Wir machen uns auf den Weg. Wir haben echt lange hier im Dorf getradet. Wir machen uns jetzt auf den Weg und gucken nach dem Stronghold. Aber Leute, in so einer alten Version, das wird ein Traum. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Erstes Enderauge. 1.4.2. Und das Besondere hierbei ist, wir ignorieren die, ja, 1400 Blöcke vom Spawn entfernt sein und so viele Ringe, 128 Strongholds insgesamt. Hier haben wir in dieser Version 3 Strongholds, die auf uns warten, erkundet zu werden. 3 gibt es auf der gesamten Minecraft-Welt. Mehr gibt es nicht. Wir werfen ein zweites Mal. Okay, es dreht sich schon gut ein. Alright. Es geht zurück. Wir werden tatsächlich einen Stronghold im Dschungel haben. An sich ganz cool. Ich sag euch mal eine Sache. Ich mache eine Testgrabung. Wir gehen einfach mal random hier runter. Weil es geht ja hier eh nur bis zum Bedrock. Und ich will einfach kein unnötiges Risiko eingehen. Oh. Das ist tatsächlich der falsche Dungeon. Komm, ich hab ein gutes Gefühl. Stronghold wird kommen. Der ist hier. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass hier Stone Bricks sind. Die werden hier nicht ohne Grund sein. Das liegt nämlich daran, wir befinden uns im Stronghold. Es hat sich an sich nicht super viel verändert. Ihr kennt den Stronghold immer noch so, wie er hier aussieht. Mit unter anderem der Bibliothek, mit den Gängen, mit den guten alten Mineshafts mittendrin. Ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Es ist ganz merkwürdig. Ich war in meinem Leben schon so oft in einem Stronghold und tatsächlich in dieser Version fast schon mit am meisten. Denn das ist die allererste Version, in der ich Minecraft gespeedrunnt habe. Und damals unter anderem in der 1.6 ja auch die schnellste deutsche Zeit hatte, damals in der Top 5 weltweit war. Das war schon krass alles. Alright. Oh, ist das frech. Was ist das denn für ein Portalraum? Der ist einfach massiv eingebaut. Ich musste mich hier in so einer Höhle reingraben. Also ja, komisch, dass ich so lange gebraucht habe, den zu finden. Sehr, sehr besonders. Aber was auch besonders und sehr, sehr gut ist, ist, dass wir genügend Enderaugen haben. Alter, wie unspektakulär das ist ohne Sound. Wie komisch. Das wird jetzt für euch wahrscheinlich auch nochmal sehr, sehr merkwürdig, weil wir werden einen End-Dungeon sehen, der sehr anders ist. Es ist nämlich komplett random, wie es dort aussieht, mehr oder weniger. Beziehungsweise, wie viele Regenerationstürme am Start sind. Es könnten weniger sein, es könnten viel mehr sein, es könnten nur flache sein, es könnten nur hohe sein. Bei Speedruns war das früher in dieser Version sehr abhängig davon. Das heißt, wenn du wenig hattest, dann hattest du wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Weltrekord zu machen. Und wir werden das jetzt dann auch mal versuchen, hoffentlich einen stabilen zu haben. In der 1.4 2012. Ja, und viele von euch wünschen sich ja bis heute einen besseren Drachenkampf oder einen neuen Drachenkampf. Das hier ist der allererste. Das wirkt wahrscheinlich für Leute so merkwürdig, aber ja, der Drache, der kam halt einfach immer wieder auf dich zugeflogen und es gab keine wirkliche Mitte. Das hier ist so sein Perch. Bisschen buggy durch den Boden. Ich würde, by the way, sagen, dass ich das eigentlich schon fast sogar sehr cool finde.
Er dreht sich, by the way, um, wenn ihr ihn einmal abschießt. Ich finde das an sich sehr, sehr cool, dass es halt eine random Anzahl von Türmen gibt. Dass es halt einfach nicht immer einen festen, gleichen Ablauf gibt. Macht natürlich Speedruns irgendwo auch unfassbar kaputt. Und macht das Ganze halt nochmal weitaus glückabhängiger. Aber in Speedruns, also das hat hier auch früher zum Beispiel immer nur mit Schneebällen gemacht, falls sich erinnert. Und das müsste der letzte sein. Ja, und jetzt kommt halt wirklich das absolut Merkwürdigste. Ich gehe jetzt mit einem Diaschwert auf den Drachen drauf. Er regeneriert nicht mehr. Und das ist halt der Drachenkampf. Das ist halt sein einziger Skill. Er hat kein Drang's Breath. Er hat, naja, das ist halt das Einzige, was er machen kann. Dann erst mit der 1.9, als die Elytra kam und eben die Entities dazu kamen. Dann hat der Drache mehr oder weniger ein bisschen mehr Funktion bekommen. Ihr merkt ja, wenn ich ihn mit einem Bogen halt abschieße, dann dreht er direkt um. Deswegen ist es schlauer, ihm einfach einen Crit zu geben. Dauert halt nur eine Weile. Komm her! Wenn es halt krass war, dann hast du ihm halt manchmal noch einen Double-Hit geben können. Ja, Double-Hit, sehr wichtig. Wie gefühlt so ein bisschen Geschichtsunterricht für manche Leute, die das halt noch nie gesehen haben. Ich meine, wenn du halt vor ein paar Jahren Minecraft angefangen hast, woher sollst du das hier kennen? Ja, es ist auch teilweise ein bisschen merkwürdig, fühlt sich das manchmal an, wie einen rumschleudert. Ein bisschen unberechenbar ist er dann schon. Also wenn er so senkt, also wenn er dann so einen Sturzflug hat, habe ich das Gefühl, dann haut er dir noch manchmal so ein krankes Knockback. Gut, Leute, dann machen wir mal langsam einen Haken hinter. Enderdrache. Boah, es ist schon ein geiles Gefühl. Wenn er so auf dich zufliegt und du ihm dann so diese Hits gibst. Und das, was ihr hier seht, das kennt ihr. Wichtige und sehr leckere EP, die bis heute immer noch sehr, sehr hoch ist. Nur das Krasse ist halt, dass es in dieser Version sind, das einfach nur zwei volle Verzauberungen. Oh mein Gott, das ist eigentlich ganz schön traurig, dass ich jetzt zweimal Level 30 enchanten kann und mehr nicht. Oh, Drachenei haben wir dabei. Das war der Enderdrache. Der Enderdrache in der 1.4.2. Und das Krasse ist halt, im End gibt es einfach nicht mehr zu erledigen. Das ist alles, was wir dort machen können. Nächster Step wird sein, sich auf jeden Fall jetzt für den Wither vorbereiten. Dementsprechend Full Enchanter kommt wieder zurück zum Einsatz. Ich habe ganz großen Respekt davor, weil, Leute, wir haben jetzt halt 77 Level. Aber diese 77 Level, die sind dann auch ganz schnell wieder weg. Also eigentlich ist Rüstung Full Enchanten mit das Wichtigste. Aber wir brauchen jetzt erstmal, um überhaupt den Wither zu schaffen, brauchen wir halt ein geiles Schwert. Ja, wir müssen uns eine Spitzhacke machen. Wir müssen uns eine bessere Spitzhacke machen und dann gehen wir. Ich mach trotzdem Schwert einmal. Schwert einmal. Schwert. Looting 3, Smite 4, Unbreaking 3. Ich weiß gar nicht, ob es diese Verzauberung alles schon in dieser Version gibt, aber ich glaube schon. 30 Level. Aua. Ich zeige euch einen Trick. So, jetzt, wir wissen nicht, was auf diesem Schwert drauf ist, okay? Wir machen den Reveal. Wir testen es daran, indem wir eine Kreatur töten. Drei Fleisch. Vier Fleisch! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben Looting 3. Das ist Looting 3. Looting 3. Looting 3 und? Ey, voll okay. Voll okay. Das geht so viel schlimmer. Das geht so viel schlimmer. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir Looting bekommen. Wir müssen jetzt halt wirklich mit der Durability aufpassen, dass das Ding jetzt nicht kaputt geht. Fortune 3. Wir machen das gleiche Spiel. Wir gucken uns das Ganze nicht an, bauen aber Diamanten ab. Okay, es ist schon mal kein... Wir haben Effi drauf und wir haben kein Silk Touch. Ja, ist okay. Ich meine, damit können wir halt schneller halt wieder Erze abbauen, um schneller Level zu bekommen. Ja, damit farmen wir uns jetzt einfach nochmal ein paar Dias, Strip Mine, damit wir erstmal auch auf jeden Fall vollständige Rüstung haben. Okay, wir haben auf jeden Fall den zweiten OP-Gap auch schon. Das ist auch gut. Ich kann mit der Spitzhacke wegen Effi auch Dirt schneller abbauen. Hä? Minecraft war immer eine Lüge. Level 30! Ich brauche jetzt einen Bogen. Gib mir einen stabilen Bossbogen. Ich habe jetzt 22 Pfeile. Ich habe jetzt 21 Pfeile. Ja, it's alright.
Ey, unsere Rüstung sieht echt nicht gut aus. Da müssen wir uns echt nochmal darum kümmern. Plus, boah, das wird jetzt auch geil. Wir gehen gleich mal pennen, aber wir farmen gleich nochmal ein bisschen Holz, weil wir brauchen noch ein bisschen mehr. Und das Kranke ist halt auch, ich könnte einfach mit der Spitzhacke einfach das Holz schneller farmen. Es fühlt sich so illegal an. Ich farm einfach mit der Spitzhacke Äpfel. So, das wollen wir. Wir wollen ein paar mehr Äpfel haben. Denn wir bereiten uns jetzt gerade vor für den Wither-Kampf. Da werden wir noch so einiges brauchen. Vor allem die Rüstung sieht gerade nicht so geil aus. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. So, und zwar, boah, das ist halt auch, Leute, das hier ist halt wirklich eine Sache. Das halt machen zu können, das ist halt schon wirklich sehr, sehr, sehr krass. Wir machen uns OP-Goldapfel Nummer 2 und eventuell auch bald Nummer 3. Denn wir werden auf jeden Fall auch heute nochmal ein bisschen Diamanten auf Farm gehen, damit wir auf jeden Fall auch nochmal Spare-Rüstung uns machen können. Dann können wir nochmal das Eisen jetzt hier smelten. Und dann gehen wir jetzt nochmal gleich in den Untergrund und werden dort nochmal ein bisschen farmen. Direkt noch mit ein bisschen Gold reinstarten. Also ein dritter OP-Gap, der wäre super schmackhaft. Mal wieder ein Spawner. 3 Eimer. 4 Eimer. Und einfach auch Coco Beans. Ey, wir haben einen dritten OP-Gap, ne? Ich möchte aber trotzdem Diamanten aktuell eigentlich finden. Juhu! Maybe halt Rüstung. Let's go! Okay, wir haben jetzt genügend Dias. Level 30 auch. Wir können uns auf jeden Fall damit einen Helm endlich machen und auch nochmal ein zweites Rüstungsset. Traumhaft. Wow, also hier auch. Das ist auch eine schöne Oase hier in der Wüste. Oh, der Chunk wurde nicht geladen. Das ist nice. Und, gut. Gab es eigentlich schon Redstone-Blöcke? Ja, ne? Muss ja. Alright. Wir machen uns als allererstes auch erstmal einen Helm und gönnen uns dann eine komplett frische Rüstung. Diese Rüstung werden wir für den Kampf dann auch anziehen gegen den Wither. Und ich werde ein weiteres Full Enchantment opfern für die Schuhe. Ich hoffe auf Feather Falling und Protection. Irgendwie sowas, bitte. Wow, das ist unfassbar. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich habe echt gar nicht damit gerechnet, dass das wirklich gut wird. Aber so gefällt mir das. Oh mein Gott, Leute. 4 OP-Gaps. Absoluter Traum. Wir machen uns jetzt ein weiteres Mal auf in den Nether, um nichts anderes als Wither-Skelett-Köpfe-Farm jetzt anzugehen. Damit wir nämlich uns natürlich auch mal um den Wither kümmern können. Und danach haben wir noch eine andere Mission. Boah, ich bin echt gespannt. Die allererste Version, in der man jetzt halt gegen den Wither auch kämpfen kann. Mal sehen, wie das hier abläuft. Und da sind wir auch schon. Na, ich bin mal gespannt. Mit Looting, wie lange wird es dauern? Wir sind aber dran. Und die Festung gefällt mir eigentlich ganz gut, weil die haben echt große Brückenabteile. Ich denke mal, die Drop-Wahrscheinlichkeiten werden sehr ähnlich sein zu heute. Wenn man so, es würde mich jedenfalls wundern, wenn die sich jetzt allzu sehr noch verändert hätten. Komm mal, das... Den ersten Kopf. Kopf Nummer 1! Und guckt euch mal an, wie merkwürdig das halt aussieht, dieses Item auf dem Kopf, also auf dem Boden. Ja, so war das damals. Ist halt, wie gesagt, die allererste Version, in der das auch möglich ist. Dann brauchen wir nur noch 2. So, beide droppen jetzt, komm. Oder meinetwegen auch nur einer. Also 2,5%, genau, aber pro Looting-Stufe eigentlich nochmal 1% hoch, also 5,5. Ich wollte auch schon mal langsam sagen, der zweite Kopf ist langsam überfällig. Wir ackern uns hier richtig an der Festung ab. Damit nur noch ein einziger Kopf, bis wir den Wither beschwören können. Alter, ich habe ein bisschen Schiss habe ich davor. Also einer wird ja wohl droppen, oder? Ja! Kopf Nummer 3. 3 Wither-Skelett. Köpfe. Wir sind durch soweit. Haben Source auch dabei. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Oh mein Gott, es wird ernst. Das heißt, unser nächstes großes Ziel, der Wither, der kommt jetzt halt auch nochmal einen Schritt näher. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zu unserer Base und werden uns dort darum kümmern, alles vorzubereiten. Equipment, Rüstung, bla bla bla. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird. So, also, das hier haben wir soweit vorbereitet. Sehr, sehr gut. Das, was jetzt als nächstes kommen muss, ist die Vorbereitung für den Kampf. Und für diesen Kampf brauchen wir definitiv ein bisschen bessere Ressourcen. Gab es hier jetzt schon Glittering Melons? Dann brauchen wir einen Dschungel, um uns Heiltränke zu machen. Und darum kümmern wir uns jetzt. Da hinten ist der Dschungel. Dann brauchen wir Melonen. Damit machen wir Glittering Melons. Dann machen wir uns Heiltränke auf Stufe 2. Warte mal. Es gibt keine Melonen im Dschungel. Wir müssen Melonen in Mineshafts finden. Oder in Spawnern. Dort gibt es nur die Samen.
Die Samen waren unfassbar selten. Wir realisieren jetzt gerade mal eine andere Sache. Melonensamen gab es ja nicht mal in meinen Chefs, weil es noch nicht mal Kisten gab. Ich habe voll vergessen, was für ein seltenes, krasses Item früher Melonen waren. Okay, ich sag euch ehrlich, ich verzichte auf Instant-Healing-Tränke. Hab da jetzt echt keine Lust auf den Melonen. Ja, auf die große Melonensuche zu gehen. Das heißt, wir reduzieren das Ganze auf Gaps, OP-Gaps und noch andere Tränke. Darum kümmern wir uns. So, dann machen wir uns einmal ein paar wunderbare Glasflaschen. Und auch eine Sache, die beim Brauen noch anders war. Ihr seht es selber. Man braucht zum Bepowern der Brewing Stands kein Blaze Powder. Das Ganze kam eben auch erst später. So war das Ganze ein bisschen sparsamer. Hier brauchen wir am Anfang halt einfach nur Netherwarzen. Und alles geht eben schon los. Wir werden uns jetzt halt Speed- und Stärketränke machen. Also einmal Blaze Powder. Und dann Zucker. Und dann wird das Ganze nochmal jeweils verstärkt mit Glowstone Dust. So, wir nehmen das mit. Das nehmen wir mit. Wir brauchen unsere Tränke. Wir brauchen dringend Milcheimer. Ehrlich gesagt nicht gerade wenig. Ich habe halt wirklich Respekt vor dem, ne? Ich habe halt wirklich Respekt vor diesem Wither. Wir haben halt super wenig Äpfel aktuell. Das heißt, im Zweifelsfall können wir nicht mal so krass regenerieren. Wir haben leider auch keinen Villager mit einem Apfeltrade. Aber das Risiko, sage ich euch ganz ehrlich, das Risiko gehe ich jetzt einfach trotzdem ein. Wither Fight in Hardcore 1.4.2. Oh mein Gott, ich habe echt ein ganz, ganz übles Gefühl. Wir werden es aber tun. Mit der Rüstung. Wir haben ein Teil auf Protection, Leute. Checkt ihr das? Wir werden aber auch natürlich einen... Also ich hoffe, dass das geht. Es geht. Einen Mit... Also einen Mitfighter nach unserer Seite holen. Und die... Oh. Ich werde das so bereuen. Ich werde das so bereuen. So, der Wither geht erstmal auf alles rauf, was ihm entgegenkommt. Aber erstmal bin nur ich sein Gegner. Der Power 4 zieht auf jeden Fall schon mal guten Damage. Wir stellen uns mal unter einen Baum, damit wir erstmal ein bisschen safe sind. Und wir hauen mal rein. Keine Absorptionherzen. Dafür aber viele Effekte. Wie eben auch eine starke Resistance. Boah, aber die Resistance ist heftig. Alter. Das war's. Und da ist der Netherstar. Das war damals der allererste Wither, den es im Spiel gab. So lief dieser Kampf ab. Ich habe mir ein bisschen viele Milch einmal mitgenommen, glaube ich. Vielleicht hatte ich ein bisschen übertriebene Angst. Und das müsst ihr euch jetzt mal überlegen. Das war jetzt der Wither und auch eben der Enderdrache. Und in der 1.4.2 war das jetzt schon halt eine Menge Content an sich, mit dem du dich erstmal eine Weile beschäftigen musstest. Weil überhaupt erstmal die Enderaugen für den Drachen, für den Wither, die drei Köpfe, das war halt revolutionär damals. Dass es halt jetzt einfach noch einen weiteren Endboss gab. Das war halt schon was Besonderes. Also, wir haben ja jetzt den Wither besiegt. Ja. Mag sein, dass ich den Wither vielleicht ein bisschen überschätzt habe und ich diese Sachen nicht unbedingt gebraucht habe. Ich habe mir aber eine andere sehr, sehr krasse Sache vorgenommen, die ich noch nie in Minecraft gemacht habe und die eigentlich mit dieser Version auch nicht so viel zu tun hat. Ich möchte mit euch die Farlands angucken. Um ganz kurz zu erklären, was die Farlands sind. Und von vorne weg, die Farlands gibt es nicht in dieser Version, in der wir uns gerade befinden. Da sind wir ein Jahr zu weit. Die Farlands sind, sag ich mal, die alte Version der World Border. Jede Minecraft-Welt hat trotzdem ein Ende, das ist auch in der heutigen Version so. Dort hat man dann einfach eine World Border bei 30 Millionen Blöcken. Früher war es so, dass dort die Weltgenerierung einfach sehr merkwürdig wurde und sozusagen abgetrennt wurde von der normalen Welt. Klingt erstmal super mysteriös und interessant und ich habe mir gedacht, wenn wir schon mal in den alten Versionen unterwegs sind, dann machen wir das, dass wir uns das Ganze angucken. Diese angesprochene neue World-Generierung, die finden wir bei den Koordinaten von roundabout 12,5 Millionen Blöcken. Das ist tough. Sehr, sehr tough. Ich werde diese Strecke aber mit einem kleinen Trick traveln. Und zwar, wir müssen nur ein Achtel traveln, wenn wir über den Nether gehen. Das heißt 1,5, 6 Millionen Blöcke ungefähr. Das geht. Und das Ganze werde ich AFK machen. Beziehungsweise nicht, indem ich W drücke, sondern mit einer ganz besonderen Art und Weise der Fortbewegung. Und zwar mit Kollege Schwein. Hallo, wir werden mit einem Sattel und dem neu dazugekommenen Item einer Carrot on a Stick, nämlich mit diesem Schwein, lange traveln, ohne dass ich eine Taste drücken muss, sondern ich darf oder muss nur in eine Richtung gucken, mit einem Sattel auf einem Schwein und es wird die ganze Zeit in diese Richtung gehen. Das arme Schwein, es tut mir auch ein bisschen leid, aber das ist der Plan. Sind wir dann bei diesen angesprochenen 1,568 Millionen Blöcken im Nether, wir werden nämlich auf der Nether-Decke traveln, dann werde ich die Version dieser Welt runterskalieren und zwar auf die Beta 1.7.3, also sprich
sich von 2012 nochmal der Switch auf 2011. Das heißt, es wird noch älter, nochmal so krasse Nostalgie. Und dann werden wir uns in diesem Video auf jeden Fall nochmal die Farlands angucken. Dafür müssen wir aber erstmal ganz kurz eine Sache vorbereiten. Und zwar, wir brauchen Obsidian. Und zwar am besten ein bisschen mehr, damit wir erstmal Portale miteinander connecten. Und zwar, dass wir easy halt auf die Bedrock-Decke kommen. Auf die Bedrock-Decke habe ich noch nie gemacht auf dieser Version. Es soll an sich auch funktionieren. Wir müssen einfach nur ein 127er Bedrock finden. Zwei Leitern, Enderperle, so wie früher. Nur wird es eventuell schwieriger, das 127er Bedrock zu finden. Wird aber bestimmt schon irgendwie gehen. Portal Nummer 1 wird aufgestellt. Durch dieses Portal werden wir dann auch am Ende unser Schwein schicken. Wir bauen das ganze Teil einmal ab. So, wir gehen jetzt einmal nach oben. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt davor, auf die Bedrock-Decke zu gehen. Um einen 127er Bedrock zu erkennen, müssen wir halt selber auf 125 stehen. Wir sind zwei Blöcke hoch und da muss halt ein Bedrock-Block direkt über uns sein. Und dann können wir uns sicher sein, dass das der richtige ist, weil ich kann jetzt nicht mit F3 gucken. Ne, ihr versteht. Also ich muss jetzt aktueller Stand noch zwei Blöcke nach oben. Das hier ist ein 126er. Da wäre einer. Ich könnte halt hier reintritschen, Enderperle reinwerfen, aber es mir zu riskant. Ich glaube, der hier. Ja, das hier ist ein 127er. Das heißt, ich werde jetzt... Oder? Jetzt nochmal ganz kurz, um sicher zu gehen. Ich werde jetzt Leitern hier dran platzieren und dann hier eine Enderperle nach oben werfen. Dann, das sollte wirklich funktionieren. Nach oben gucken und dann muss ich nach oben springen. Okay, es könnte sein, dass die gesamte Arbeit des Videos jetzt hier zu Ende geht. Es funktioniert. Wir sind auf der Bedrock-Decke. Step 2. Deswegen machen wir das auch in dieser Version. In der Beta 1.7.3 kannst du halt keine Blöcke hier oben platzieren. Das kann man hier schon. Wir gehen zu den angesprochenen Koordinaten. Ich glaube, es müsste so sein. Das ist das Portal. Und wir gehen einmal durch. Sollten jetzt wieder im Dorf sein. Bitte. Perfekto. Wir gehen noch einmal durch. Okay. Dann machen wir es halt nochmal. Minus 60. Okay, es könnte sein, dass es jetzt funktioniert. Wenn nicht, dann müssen wir Bedrock irgendwie zerstören. Wir müssen Bedrock zerstören. Die Portale können sich nicht miteinander verknüpfen. Bedrock muss zerstört werden. So, wir probieren einfach mal was. Und zwar, vielleicht klappt es ja, Bäume wachsen lassen. Und damit gegebenenfalls halt irgendwie Bedrock zerstören. Oh, maybe. Nee, leider nicht. So, Gameplan-Änderung. Es ist super kompliziert, komplizierter, als ich gedacht habe, unser Schwein auf die Bedrock-Decke zu bekommen. Denn das, was ich gedacht habe, dass man Portale miteinander connecten kann, das ging erst Jahre später. Deswegen ist unser gesamter Plan mit Portalen, so wie man das halt heutzutage auch kennt, mit Connecten, Disconnecten, funktioniert nicht. Es gibt ansonsten noch einen bekannten Glitch, den wir ausprobiert haben, der funktioniert in der Version. Mit dem kannst du seitliche Bedrock-Blöcke zerstören, aber nie den obersten, der sozusagen der entscheidende ist. Das ist dann auch keine Option. Und ansonsten sind wir alle Kriterien der Methoden von Bedrock Breaking in den alten Versionen sind wir tatsächlich durchgegangen. Es gibt keine Möglichkeit. Wir werden dementsprechend eine doch auch sehr interessant und auch wirklich besondere Technik anwenden. Dafür müssen wir ein bestimmtes Item holen und auch unsere Version einmal verändern, um Bedrock zu breaken. Aber glaubt mir, vielleicht habt ihr das auch noch nie gesehen. Für dieses Item machen wir uns ganz kurz vorbereitend Tränke. Und zwar nehmen wir uns einmal Fire Resistance mit. Wir sind wieder mal bei unserer Festung für ganz besondere Monster. Ich dachte, wir wären eigentlich für das Video hiermit fertig. Wir werden uns aber darum kümmern, einen Withered Skeleton Skull ein weiteres Mal zu holen. Wir haben ihn! Den Withered Skeleton Skull. Den brauchen wir. Oh, back to back. Back to back. Den brauchen wir, um eine Sache zu machen. Und zwar vorbereitend für unsere lange und große Tour, die wir jetzt nicht mit einem Schwein machen werden. Denn es hat sich herausgestellt, dass die Angel von Schweinen, wenn du auf den Schweinen sitzt, verliert Durability. Das bedeutet, es eignet sich jetzt nicht so gut zum AFK-Traveln auf einem Schwein, weil irgendwann wird das Schwein einfach stehen bleiben. Und zwar nach ein paar Minuten, weil diese Angel nämlich dann einfach sich verbraucht. Das ist anders als in den neueren Versionen. Deswegen müssen wir uns einen anderen Plan überlegen. So, kleiner Switch. Es sollte euch kaum auffallen. Wir befinden uns ein paar Jahre weiter in der 1.7.6. Diese Version ist jetzt ganz, ganz entscheidend für uns, weil wir damit jetzt etwas machen werden. Eventuell ein bisschen merkwürdig jetzt zu erklären, aber
Ihr werdet einfach sehen. In der 1.4.2 haben wir leider nämlich keine Möglichkeit, Bedrock zu entfernen. Und wir können auch nicht in 1.4.2 wie geplant mit Schweinen entspannt traveln. Deswegen überlegen wir uns jetzt eben hier eine andere Methode. Und zwar ist das eigentlich eine so unfassbar, wirklich unfassbar krasse Sache, dass das funktioniert. Seht einfach selbst. Kiste, Wither Skeleton Skull, die wir extra geholt haben. Und wir können damit, wie ihr sehen könnt, Bedrock zerstören. Unfassbar gut. Das benutzen wir jetzt, um hier uns einen Weg durch den Bedrock zu bauen. Um nämlich dort nach oben eine Sache hinzubekommen. Und zwar eine Kreatur, die uns hilft. Die jetzt nämlich auch rausgekommen ist. Die mittlerweile auch im Spiel ist. Um sich nämlich stabil vorzubewegen. Ihr seht, wir können auch Blöcke nach oben entfernen. Das ist sehr, sehr gut. Damit schaffen wir jetzt Platz, um mit jemandem hier hochzukommen. So, und wie ihr sehen könnt, sind wir aktueller Stand durch. Und haben jetzt hier einfach mal auf entspannt ein 2x2 Loch erschaffen. Das wird perfekt reichen. Und dann müssen wir uns jetzt halt nur noch um unseren Begleiter, der uns 1,5 Millionen Blöcke im Nether zur Seite stehen möchte. Da müssen wir nur noch den jetzt ranholen. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir eine solche Kreatur mal finden. Pferde! Oh mein Gott, wir haben sie endlich. Ich musste dafür jetzt halt echt also so viele Blöcke hin und her traveln. Okay, dann wir müssen beide einmal zähmen und hoffen, dass sie auch noch stabil schnell sind. Das Model ist auch noch ganz merkwürdig anders. Oh mein Gott. Ich glaube, das Pferd ist schon echt sehr schnell. Wie schnell bist du? Du bist auf jeden Fall langsamer. Okay, wir machen jetzt mal den Test. Also es soll angeblich so funktionieren, wenn du jetzt Speed 2 auf beide wirfst, die miteinander breedest, das Kind, was dabei rauskommt, das ist noch so ein alter Bug. Der Kollege soll unfassbar schnell dann sein. Also, nur beim Anstoßen. Alter! Okay, warte mal, können wir das auch nochmal beschleunigen? Ey, das ist so krass. Guck mal, wie der wächst einfach. Wenn ich ihm was zu essen gebe. Ach so, der ist fertig. Boah, bitte sei schnell. Ich glaube und hoffe, dass das hier ein absolutes Speed-Pferd ist. Also nochmal ganz kurzer Vergleich. Der Kollege kam mir schon schnell vor. Und jetzt? Das ist langsamer, oder? Sollen wir einfach ihn hier nehmen? Ich glaube, wir nehmen einfach den. Der ist schon echt schnell. Das ist unser Setup, mit dem wir 1,5 Millionen Blöcke traveln wollen. Na dann. So, Pferd, du kommst mal mit in die Welt des Nethers. Und dann werden wir dich jetzt irgendwie auf die Decke bekommen. Bitte nicht in Lava sterben. Bitte nicht in Lava sterben. So, wir bauen jetzt eine Treppe, um mit dem Pferd nach oben zu kommen. Pferd einbauen ist ein guter Call. Ich hab nicht mal mehr einen Sattel. Ich hab nicht mal mehr einen Sattel. So, da unser Pferd jetzt gestorben ist und unser Sattel auch weg ist, müssen wir nochmal wieder zurück zum Spawn und uns nochmal einen Sattel holen. Wir haben aber irgendwann mal einen Spawner gefunden, wo wir noch die Cords haben. Dann schnappen wir uns den Sattel und dann müssen wir uns wieder ein neues Pferd besorgen. So, hier haben wir nämlich unseren Spawner. Noch unfassbar dunkel. Aber hier ist noch ein Sattel. Den brauchen wir. So, dann wird es doch das Pferd. Sollte ehrlich gesagt auch nicht so langsam sein. Er freut sich schon. Ja, ist eigentlich auch ganz gut, Pacey. So, Pferd bleibt jetzt da drin. Und wir bereiten weiter die Strecke vor. Denn das Pferd muss halt logischerweise hier auch mit hoch. Dafür wird die Spitzhacke gerade noch so reichen. So, und was wir jetzt machen werden, ist... Es ist unfassbar krass, wie das funktioniert. Aber das war von der 1.7.6 bis zur 1.8.1 eine Methode, mit der man Bedrock zerstören konnte. Mir fällt gerade eine Sache auf. Ich mache es gerade super umständlich. Ich muss gar keine Treppe nach oben bauen. Es reicht, wenn ich mich ja mit dem Pferd gemeinsam einfach hochbaue in einem 2x2-Loch. So, 2x2-Loch steht. Damit kommt man auf jeden Fall mit einem Pferd auf die Decke. Es wird ernst. Kollege, it's your time to shine. Es ist nicht das allerschnellste Pferd, aber vom Tempo ist es eigentlich soweit okay. Und jetzt bauen wir uns einfach mal hoch. Und jetzt sind wir mit einem Pferd auf der Bedrock-Decke und sind rein theoretisch in der Lage, 1,5 Millionen Blöcke in eine Richtung zu traveln, ohne dabei Hunger zu verlieren oder
unsere Nerven. Jetzt ist die Frage, zu welchen Farlands wollen wir denn überhaupt hin? In welche Richtung gehen wir denn? Boah, ich würde eigentlich sagen, lass uns in Richtung Norden gehen. Richtung F2, falls ich da... Ey, Bro, das kennen so viele Leute nicht. Wir haben früher nie Norden gesagt, sondern immer nur 2, 1, 0 und 3. Der Auftrag wird halt sein, jetzt in Richtung Norden, bis die Z-Koordinate bei minus 1,5 Millionen ist. Das wird eine Weile dauern, deswegen habt ihr es gut auf YouTube, denn ihr kriegt das Ganze schnell zusammengefasst. Ich werde das jetzt nämlich über mehrere Tage immer mal wieder den gesamten Tag über einfach offen lassen und hoffen, dass wir bald da sind. Wir sehen uns dann, wenn wir da sind. Es sind ein paar Stunden, um nicht zu sagen, sehr viele Stunden vergangen. Ich bin auf meinem Laptop, der dauerhaft tagelang an war, zu diesen Koordinaten getravelt. Wir sind mittlerweile bei minus 915 und minus 1,5 und minus 1,55 Millionen. 1.558.660 Blöcke sind gewandert worden. Distance by Horse, hier seht ihr es auch nochmal, 1560 Kilometer. Der Kollege hier unter mir, der hat auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit geleistet und wir sind fast da. Die Koordinaten, wir müssen noch roundabout 10.000 Blöcke in die Z-Koordinate. Mittlerweile ist es hier oben so laggy in dieser alten Version, dass wenn ich längere Zeit in eine Richtung travel, irgendwann das ganze Bild laggt und ich auf einem Schwung weiter nach vorne teleportiert werde. Ich sage euch ehrlich, es wird für mich das allererste Mal sein, dass ich die Farlands selber mal sehen werde. Jetzt dieser Lag, Bro. Wir werden also dann gleich noch die Version runterskalieren müssen. Und hoffentlich wird das Ganze auch funktionieren. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Ich sage euch ehrlich, das alles für dieses Video. Wirklich, mein Laptop da drüben war dauerhaft an. Der war dauerhaft laut. Ich hoffe, das hat sich jetzt am Ende alles gelohnt. Hoffentlich. Und mir ist auch ganz wichtig, wir haben es nicht mit einer Elytra oder so gemacht. Mir war es wichtig, dass wir das, wenn schon, auf so eine Art und Weise machen. Alles am Ende für ein Video. Es laggt so sehr. Es ist so laggy. Das wird auch, by the way, gleich, wenn wir die Beta 1.7.3 spielen, nicht besser. Das wird, also auch nochmal, unfassbar laggy, weil das eine noch so viel ältere Version ist. Bin mal gespannt, wie das sein wird. Da wird sich, by the way, nochmal eine Menge verändern. Also, wir werden dann eine Minecraft-Version spielen. Da wird man noch mehr merken, dass das schon eine Weile her ist. Okay. Wir sind 200 Nether-Blöcke davon entfernt. Also umgerechnet 1600 Blöcke in der Overworld. Pferd, du hast einen unfassbar guten Job gemacht. Danke dir. Jetzt heißt es für uns raus. Das Entscheidende ist jetzt auch, wir werden sie jetzt noch nicht sehen, weil wir jetzt aktuell in einer zu neuen Version dafür sind. Das wird sich nämlich gleich zeigen. Wir müssten jetzt bei 12,5 Millionen auf der Z-Koordinate rauskommen. Und wir sind da. Bei minus 12,54 Millionen. Wir müssen an sich nur noch in diese Richtung. Jetzt ist aber der entscheidende Punkt. Wir werden jetzt hier an diesem Punkt, werden wir die Welt, wenn wir die Version ändern. Und dann irgendwo dort hinten werden die Farlands auf uns warten. Geh auf Nummer sicher und baue mich auf Höhe 100 hoch. Höhe 100 sollte reichen. Die ganzen neuen Sachen, die es in der Version noch nicht gibt, die werfen wir auch raus. Wither Skeleton Skull kommt weg. Fire Resistance. Ja, ihr könnt euch einfach mal selber merken, was wir jetzt hier alles hatten. Mal sehen, was davon gleich noch da ist. Drückt mir die Daumen, dass alles funktioniert. Wir sehen uns in der Beta 1.7.3. Wir gehen runter in die Version von 2011. Okay, lass uns hoffen, dass diese Welt funktioniert. Bitte funktioniert, bitte funktioniert, bitte funktioniert, bitte. Es funktioniert, oh mein Gott. Wir sind in der... es gibt nicht mal Doppel-F5. Wir sind in der Beta 1.7.3. In der Version von Minecraft aus 2011. Und das hier sieht nochmal unglaublich anders aus. Aber das, was sie jetzt hier gerade als unfassbar laggy wahrnimmt, liegt daran, dass wir in einer Version spielen, bei der wir Koordinaten in einem Bereich haben, der jetzt langsam anfängt zu buggen. Deswegen heißt das für uns, dass wir Probleme haben. Es gibt auch, by the way, kein Essen. Also, nicht so wie früher. Es ist alles per Instant Healing geregelt. Ein Goldapfel, das sind auch beides einfach die, also, ja, keine Ahnung. Ich muss hier einfach nur nochmal rechtsklicken und dann ist das so geregelt, dass ich die direkt bekomme. Also das, was ihr hier gerade erlebt, ist Minecraft-Geschichte. Das ist wirklich so, wie es früher war. Und es ist unfassbar cursed. Aber irgendwann, dort in der Entfernung, werden wir die Farlands sehen.
Und genau das, was ihr jetzt hier gerade seht, ist auch der Grund, weswegen die Farlands überhaupt existieren. Sie sind an sich ein Fehler. Sie sollten so in dieser Art und Weise gar nicht generieren. Aber hier hat einfach Minecraft irgendwann Probleme. Und keine Sorge, wir schneiden euch das zusammen. Aber das ist ja wirklich unglaublich. Ja, das ist unfassbar cursed. Alter, das tut mir auch unfassbar leid, ne? Wir werden das hoffentlich für euch so angenehm zusammenschneiden, dass es euch nicht so wehtut. Den Schmerz nehme ich gerade auf mich selber. Aber ich bin überrascht, welche Items es alles schon gab. Wie ist das? Oh mein Gott! Die Spam-Pfeile. Leute, ich bin ehrlich, das ist nochmal ein absolut kranker Moment in 2023. Wir haben dieses Jahr so vieles erlebt. Auf YouTube, auf Twitch. Aber dass wir so etwas noch machen. Ich finde aber ehrlich gesagt, für 2011 sieht die Welt gar nicht... Also, man kann hier schon eigentlich cool bauen. Ich glaube, also ein stabiles Haus kann man hier trotzdem im Terrain bauen. Ich möchte beide nur noch mal erwähnen, dass das gerade so ist, wie es ist. Nicht, weil diese Version verbuggt ist, sondern weil einfach unsere Koordinaten viel zu hoch sind mittlerweile für das Spiel und das hier nicht mehr rechnen kann. Ich möchte einfach nur, dass sich das da hinten jetzt langsam rendert, man es aus der Entfernung sieht. Komm mal her, ich will's sehen. Oh mein Gott! Oh! Bro, das ist es. Das sind sie. Bro, sie sind echt. Bro, die Farlands. Die verbuggte Border aus der Beta. Und wir sind hingelaufen. Bro, das hat sowas krank episches. Es ist so unfassbar merkwürdig, das zu sehen. Bro. Es sieht so aus, als würdest du gerade straight darauf fallen. Alter, wie krass sieht das aus? Das große Mysterium. Und wir sind genau dort. Ihr seht selber, mein Spiel ist so hardcore am Laggen, weil Minecraft unfassbar überfordert gerade ist, zu berechnen, was hier eigentlich noch passiert. Ich muss euch ehrlich sagen, da will ich jetzt gerade nicht reinfallen. Wir gehen aber mal natürlich nach oben. Guckt euch mal die Hitboxen der Blöcke an. Bro, es ist einfach da. Es ist einfach... Oh mein... Guckt euch meine... Guckt mal meine Blöcke. Guckt euch mein Skin an. Bro, was ist das? Und das geht jetzt einfach hier noch weiter. Du könntest rein theoretisch noch weiterlaufen. Bro, das sieht so krass aus. Also, wenn es einen Ort gibt, wo Hero Brian lebt, dann hier. Warte mal, wenn ich jetzt hier... Man kann keine Blöcke hier platzieren, weil wir auf der maximalen Bauhöhe sind, auf 128. Spawn hier denn Monster? Was passiert, wenn ich jetzt auf eine neuere Version wechsle? Weil das hier muss ja generiert sein. Trotzdem, wenn du jetzt noch ein gutes Stück weiter traveln würdest, würdest du irgendwann einfach durch die Welt fallen. Oh mein Gott. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren. Monster spawnen hier noch. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich aus. Für diesen Anblick hat sich das Ganze, glaube ich, schon wirklich gelohnt. Das ist eine so unfassbar interessante Erfahrung. Einfach, das hier so zu sehen. Ich sag euch ehrlich, merkt euch das für Craft Attack. Nächstes Craft Attack, die Farlands bauen. Es ist so krass. Wenn man die halt rein theoretisch noch bis ganz nach oben, die gehen ja jetzt so bis 128, aber hier, boah, hier reinzugehen. Leute, lasst an der Stelle wirklich auf jeden Fall einen Like dafür, also für diese Aktion, für das, was wir hier gemacht haben. Das war auf jeden Fall eine verdiente, also das war wirklich eine sehr, sehr besondere Reise zurück in die Vergangenheit. Aber was mich jetzt nochmal super interessiert ist, was passiert jetzt halt, wenn wir die Version einmal upgraden und einmal mit der 1.20 hier joinen? Das werde ich jetzt ausprobieren. Wir sind ein paar Jahre weiter. Und sie sind immer noch da. Wir können unser Schwert blocken. Das Movement ist hier wieder normal. Es funktioniert alles soweit. Das ist ultra geil. Die Farlands sind immer noch hier. Hä, wie geil ist das denn? Und ich kann einfach... Ja, es fühlt sich halt jetzt irgendwie alles wieder normaler an. Wir haben auch wirklich OP-Gaps. Ja! Wir können mal ganz kurz gucken. Da hinten sollten sie ja noch nicht geladen sein. Wie sieht es da aus? Ja, die Generierung... Crash.
Minecraft gecrashed. Also, wir haben jetzt gerade ein paar Mal versucht, aus den Chunks rauszulaufen, wo wir nicht die Fallens erstellt haben. Das Spiel hat sich dauerhaft gecrashed. Wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen bei den Fallens, die wir jetzt schon generiert haben und raiden jetzt nochmal ab. Wir sind in der bekannten 21.2, in der spielen wir auch Craft Attack und wir haben hier die GRG-Welt Survival Mode Version Unknown. Was soll schief gehen, oder? Crasht es, oder? Was? Also meine Mods sind komplett überfordert gerade mit der Situation. Aber so sehen die Fallens in einer modernen Version aus. Und irgendwie verliert es direkt einen Coolness-Faktor. Es sieht irgendwie nicht mehr so nice aus. Ey, das ist sowas. Also ich... For real, das ist für mich wirklich was Besonderes gerade. Ich finde das unfassbar geil, dass wir das gemacht haben in Survival mit dem Versionenwechseln hin und her natürlich. Aber das ist schon eine echt besondere, nice Sache. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, für dieses aufwendige Video, für diese aufwendige Videoreihe, absolut verdienter Abschluss. Und ich sag euch ehrlich, ich freue mich sehr, immer wieder solche Videos für euch zu machen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal. Und eventuell gibt es ja noch irgendwelche Sachen, die wir in diesen alten Versionen mal abchecken sollten. Ich freue mich auf jeden Fall. Und guck mal, da hinten generiert eine normale... Da hinten generiert eine normale 1.20.1 Welt. Oh mein Gott. Da hinten haben wir aber ein normales Dorf mit Rune Portal. Aber wir haben halt in der alten Beta-Version nicht mehr gerendert. Aber das ist basically jetzt einfach hier eine Welt mit den Farlands. Und unsere normale Minecraft-Welt richtet sich jetzt einfach, die jetzt hier neu generiert wurde, die richtet sich jetzt einfach nach den Farlands. Das sieht so cool integriert, also eingebaut aus. Ich finde das absolut faszinierend. Lasst unbedingt einen Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.